Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Effizienter und verantwortungsvoller Umgang mit SchülerInnenlisten. In den nächsten Minuten geht es um das Anlegen von SchülerInnenlisten und darum, wie man sie anpassen kann. Sie erfahren, wie Sie solche Listen effizient nutzen können und dabei die datenschutzrechtlichen Fragestellungen beachten, sodass ein verantwortungsvoller Umgang mit SchülerInnenlisten gewährleistet ist. Es können verschiedene Programme wie beispielsweise OneNote, Excel, Socrates oder andere Schulverwaltungsprogramme für Schülerinnenlisten verwendet werden. Diese Einheit beschäftigt sich mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man in Excel eine Schülerinnenliste anlegt. Der Übersichtlichkeit halber speichere ich pro Klasse eine Datei ab. In Excel werden Dateien auch Arbeitsmappen genannt. In diesem Beispiel werden die Daten einer Klasse eingetragen. Die Tabelle soll aus 4 Spalten mit den Bezeichnungen Katalognummer, Name, Geschlecht und Freigegenstand Anmeldung bestehen. Ich gebe die Spaltenüberschriften in der ersten Zeile ein. Die Spaltenbreite kann ich verändern, indem ich den rechten Rand der Spaltenbeschriftung mit der Maus verschiebe. Ich trage jetzt die Daten der Schülerinnen und Schüler ein. Wenn Sie an Ihrem Schulstandort beispielsweise das Schülerinnenverwaltungssystem Socrates verwenden, können Sie daraus eine Klassenliste als Excel-Datei exportieren. Das erspart Ihnen natürlich das Anlegen der Liste in Excel. Jetzt komme ich zum Anpassen der SchülerInnenliste entsprechend Ihrer Bedürfnisse. Zunächst sortiere ich die Namen bei der vorliegenden Beispieltabelle alphabetisch. Der Cursor steht in einer Zelle der Namensspalte. Ich klicke auf der Registerkarte Daten, in der Gruppe Sortieren und Filtern, auf das Symbol für von A bis Z sortieren. Anschließend nummeriere ich die Zeilen mit der Katalognummer fortlaufend, ohne dass ich die Zahlen einzeln eintippen muss. Dafür benötigt Excel 2 Zahlen der Zahlenreihe. Jetzt markiere ich die beiden Zellen und führe den Mauszeiger zum kleinen Quadrat an der rechten unteren Ecke. Nun bewege ich die Maus bei gedrückter linker Maustaste bis zur Zelle der geplanten Zahlenreihe und lasse dann die Maustaste wieder los. Für eine erleichterte Dateneingabe in der Spalte Freigegenstand Anmeldung erstelle ich eine Dropdown-Liste in Excel. Damit werden Eingabefehler vermieden, weil in eine Zelle nur fest vorgegebene Werte eingetragen werden können. Ich markiere jenen Zellbereich, den ich mit einer Dropdown-Liste versehen möchte. In der Registerkarte Daten wähle ich bei der Gruppe Datentools die Datenüberprüfung aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem ich bei Zulassen den Eintrag Liste auswähle. Jetzt erscheint ein Feld namens Quelle. Hier gebe ich die Einträge für meine Dropdown-Liste ein. Die einzelnen Einträge werden durch einen Strichpunkt getrennt. Ich gebe daher für die Anmeldung Ja/Nein ein. Schlussendlich bestätige ich noch mit OK. Ab jetzt erscheint immer eine Auswahl, wenn ich eine Zelle der Spalte Freigegenstand Anmeldung auswähle. Nachdem ich Ihnen gezeigt habe, wie Sie SchülerInnenlisten anlegen und anpassen können, geht es nun darum, wie Sie diese auch effizient einsetzen und so Ihren Schulalltag erleichtern können. Falls Ihnen in der Klasse ein Computer zur Verfügung steht, können Sie gleich dort in Ihre digitale Liste beispielsweise eintragen, ob die Hausübung gemacht wurde oder nicht. Damit ersparen Sie sich das Übertragen der Daten von der Papierliste in die digitale Liste. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, direkt in der Klasse Ihre Listen digital zu bearbeiten, achten Sie darauf, dass durch das Führen redundanter Daten in digitaler Form und in Papierform Fehler auftreten können. Außerdem sind digitale SchülerInnenlisten meist übersichtlicher als Papierlisten. In Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel können Daten einfach in Tabellen oder Mappen strukturiert werden.
Im Rahmen der digitalen SchülerInnenverwaltung ist es wichtig, die persönlichen Daten der Lernenden mit Bedacht zu nutzen. Das österreichische Datenschutzrecht unterscheidet zwischen sensiblen und nicht sensiblen Daten. Aber was sind sensible Daten? Das sind all jene Daten, die den persönlichen Lebensbereich einer natürlichen Person betreffen, zum Beispiel religiöse Überzeugung, ethnische Herkunft, politische Meinung und Gesundheit. Wenn Sie Daten dieser Art beispielsweise für den Religionsunterricht oder einen Lehrausgang von Ihren Schülerinnen und Schülern benötigen, sollten diese nur in geschützten Systemen abgelegt werden. Dazu zählt die Schulverwaltung oder von der Schulverwaltung bereitgestellte Systeme. Die Daten der Schülerinnen und Schüler sollen nicht in Schülerinnenlisten im Internet wie beispielsweise Google, Spreadsheets oder dem Cloud-Speicherdienst Dropbox abgespeichert werden. Sie wissen nun, wie Sie eine Schülerinnenliste anlegen und anschließend entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen können, wie Sie mit Schülerinnenlisten effizient umgehen und dabei den Datenschutz beachten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.